Okay, hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich möchte ein kleines Experiment mit mir selbst starten, indem ich mich 2 Wochen lang begleite, wie ich disziplinierter werde. Also morgens früher aufstehe, vegan esse, ein bisschen Sport treibe und kalt duschen gehe. Ich will dieses Video machen, um mich selbst zu motivieren, um mich selbst dabei zu filmen, wie ich mich verändere in diesen 2 Wochen eventuell. Kurze Zusammenfassung. Wir waren 2 Wochen lang in den USA und haben jeden Tag Fastfood gegessen. Wir waren 3-mal bei Taco Bell, 2-mal bei In-N-Out, 2-mal bei Wendy's, 1-mal bei Burger King, 2-mal bei Shake Shack, 1-mal auf der Route 66 Burger essen und 1-mal bei Umami Burger. Und ja, es war auch Fleisch im Spiel. Ich hatte ungefähr nach 1 Woche Kopfweh, das Essen lag mir durchgehend schwer im Magen und meine Verdauung überspringen wir mal ganz schnell. Und da das nicht so weitergehen kann, jetzt das komplette Kontrastprogramm. Ab jetzt versuche ich, so gut es geht, vegan zu leben und das nicht nur die 2 Wochen, sondern auch die Zeit darüber hinaus. Damit geht's noch nicht los, irgendwie ist heute noch so, es ist zwar Tag 1, aber es ist irgendwie so Tag 1, trotzdem noch so der Vorbereitungstag, bis es richtig losgeht. Mit dem Essen geht es aber auch schon los und morgen fange ich dann auch mit Sport an. Und jetzt gibt es mittags Couscous mit Gemüse. Wundert euch auch nicht über meinen Aufzug. Ich habe noch ein Tattoo. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Ich bin eine Basic Bitch. Jetzt gibt's Essen. Abendessen! Es gibt das restliche Gemüse von heute Mittag. Entschuldigung. Mit Erdnusssoße und Reis. Machst du das jetzt eigentlich komplett voll, die Speicherkarte, oder? Guten Morgen, es ist jetzt 7.30 Uhr, nicht erst 8. Weil ich glaube, Jetlag lässt grüßen. Jetzt gibt's Frühstück und normalerweise habe ich halt übel das Problem mit dem Aufstehen. Ich war jetzt aber irgendwie schon seit 6 Uhr so ein bisschen halb wach. Ja, mal gucken, ob das so bleibt oder ob ich wieder ein Problem habe mit dem Aufstehen. Warum aufstehen? Ganz einfach, ich bin faul. Ich komme morgens nicht aus dem Bett, weil ich mir meine Zeit selber einteilen kann. Bin dann den ganzen Tag über müde, weil ich einfach zu lange geschlafen habe. Und dadurch dann auch noch sauer auf mich und schlecht drauf, weil ich zu lange geschlafen habe. Deswegen auch Sport, damit ich einfach mal allgemein in den Gang komme. Das, was wir am öftesten frühstücken, ist einfach Brot mit Aufstrich, also veganem Aufstrich und Gurke. Jetzt alleine zu Hause, das heißt, ich esse die Reste von gestern, also von gestern Mittag und gestern Abend, weil irgendwie beides nicht aufgegessen wurde. Ich mache mir jetzt aber noch einen Salat dazu, weil irgendwie nur der Couscous mit dem Gemüse war ein bisschen lahm. Wir haben zwar noch ein bisschen Erdnusssoße so, aber ich habe irgendwie Bock auf sowas Frisches noch dazu, also so einen Salat. Kiste. Es ist 9 statt 8, ich habe verschlafen. Aber dafür gehe ich jetzt joggen. Deswegen auch dieses unheimlich schöne Outfit. Okay, bei dem Wetter ist das irgendwie echt eine Qual mit der Kälte. Ich glaube, ich muss auf Yoga umsteigen oder Heimtraining. Jetzt gehe ich duschen. Ich dusche aber auch nicht normal. Kurze Erklärung. Da will ich jetzt gar nicht zu viel erklären. Schaut euch einfach das Video von Jaco Wusch an. Das hat mich letztendlich dazu gebracht, auch kalt zu duschen. Bin dann aber auf Wechselduschen umgestiegen, weil das einfach letztendlich auch gut für das Immunsystem ist, beziehungsweise bewiesen besser ist. Pfefferlingssalat mit Breze und Aufstrich.
Ich meinte Austernpilze. Ich bin jetzt in Köln und sieht. Ich bin aber erst um 9 Uhr mit dem Zug angekommen, deswegen war ich mir so unsicher, wo ich denn jetzt noch was zu essen bekomme, halt so schnell wie möglich. Dann war ich mal bei Piano und hab mir alleine saß ich da so und hab mir Alioli und noch ein Glas Wein. Ich sah aus wie ein Weirdo. Frühstück im Motor. Und dann gehst du einfach. Ich war jetzt in Köln und jetzt bin ich krank. Ich habe heute länger als nur bis 8 geschlafen. Vielleicht wurde es 12. Jetzt gibt's vegane Quiche. Die hat Nadi gemacht. Ich muss auf jeden Fall mal wieder Körperhygiene betreiben. Deswegen wird jetzt auch, wenn ich ein bisschen das Gefühl habe, angeschlagen zu sein, ich mache jetzt die Wechseldusche. Ich bin mir auch gerade nicht sicher, ob ich überhaupt erzählt habe, dass ich es jetzt doch mit Wechseldusche versuche, statt mit Kaltduschen. Das heißt, man startet bei warm, macht dann kalt, dann macht man nochmal warm und endet mit kalt. Und ich habe jetzt echt eine längere Zeit immer kalt geduscht, dass ich es nicht gewohnt bin, dass der Spiegel beschlagen ist. Und ich war gerade so, hä? Ich muss ehrlich sein, die letzte Woche verlief eher so semi-gut. Nachdem ich in Köln war, bin ich ja erst um 3 Uhr nachts nach Hause gekommen. Das heißt, irgendwie habe ich am nächsten Tag dann auch bis um 11 geschlafen. Und das dann wiederum am nächsten Tag nochmal, weil ich dann irgendwie übel den Rhythmus... Also mich hat es voll aus der Bahn gehauen. Was man jetzt auch nicht nach aus der Bahn hauen nennen kann, so nach 4 Tagen versuchen, normal aufzustehen. Naja, auf jeden Fall lief das dann das ganze Wochenende total kacke. Also wir waren dann auch mit meinen Eltern essen und in der bayerischen Wirtschaft. Und dann ist es immer super schwer, irgendwas Veganes zu finden. Ich will dann aber auch nicht einen Salat essen. Also es ist so unangenehm, das zu sagen und halt, dass man halt auch mal failed quasi. Aber ich will auch keine Ausreden suchen oder so. Ich bin einfach undiszipliniert, beziehungsweise halt schwach, Sachen so krass durchzuziehen. Und das will ich halt eigentlich auch mal offen sagen, weil ich sehe halt echt auch immer nur Leute, die halt krass diszipliniert in ihrem Leben sind. Also ich finde es halt krass, weil ich das niemals so hinbekommen würde. Deswegen will ich jetzt auch mal was ins Internet tragen, dass es nicht immer super geil einfach läuft. Aber die Woche hat schon mal besser angefangen. Also wir hatten noch vom Wochenende eine halbe Pizza übrig, so da war halt auch Käse drauf. Aber zu Abendessen gab es was Veganes, das essen wir auch heute Mittag, deswegen zeige ich euch dann da, was es war. Und das Abendessen heute ist auch schon geplant. Und ich bin heute um 7 aufgestanden. Ich war versucht, mich schon wieder hinzulegen. Dann habe ich jetzt einfach eine Dusche genommen und jetzt geht es mir auch gut. Und jetzt arbeite ich. Jetzt zur Info, was es heute so zum Mittagessen gibt. Ich mache das gerade eben im Ofen warm. Die Nadi hat gestern ein Rezept gemacht, das wir schon öfter gemacht haben. Und zwar so eine Cashew-Basilikum-Tomate. So eine Art Pesto halt einfach. Ich finde es richtig toll. Ich finde es auch richtig lecker. Und dann halt einfach dazu Nudeln. Und Hefeflocken sind auch drin, dass die so halt so einen käsigen Geschmack abgeben. Ich war eigentlich immer so voll auf dem Trip, so, boah, Hefeflocken gehen bei mir gar nicht, weil ich die so pur oder halt, wenn man sie riecht, sind die halt super eklig und man muss sie halt echt gut kombinieren, dass es halt dann auch geil ist. Aber Nadi hat mir das erst, nachdem ich die Soße dann gegessen habe, gesagt, dass sie da drin sind und die sind, ich fand's echt geil und es war tatsächlich einfach so ein bisschen käsig. Gut, jetzt gibt's Essen. Heute habe ich keinen Sport gemacht. Ich hatte keine Zeit, musste nämlich mittags schlafen. Dafür gibt es aber wieder veganes Essen. Also wir haben heute Mittag wieder die Nudeln von vorgestern und gestern gegessen. Und jetzt gibt es Gemüse in Kokos. Also genau genommen heißt das Rezept leichtes Kokosgemüse. Wieder aus diesem veganen Kochbuch. Und es sieht sehr gut aus. Auch eigentlich immer das einfachste vegane Essen, das es gibt, ist asiatisch so. Wegen der Kokosmilch. Ja. So geil. So geil. Wir essen jetzt. Guten Morgen, Leute. Es klappt mit dem Aufstehen richtig gut. Ich bin heute um 7:50 aufgestanden und die 2 Tage davor immer um 7. Ich habe dann aber gemerkt, dass 7 absolut nicht meine Uhrzeit ist, deswegen jetzt um 8. Ich habe auch schon okay gedreht.
Das heißt, ich mache jetzt Yoga, dann gehe ich duschen und dann schneide ich alles und mache alles fertig. Und dann gibt es zum Mittag wieder das, was wir auch gestern zu Abend hatten. Und am Abend machen wir, glaube ich, Pizza. Ich mache jetzt auf jeden Fall mal Yoga. Ich habe noch nie Yoga gemacht. Das wird jetzt Premiere. Wir waren jetzt gerade eigentlich spontan einkaufen bei Vitalia und es ist alles komplett vegan. Also es ist auch ein bisschen ausgeartet. Wir wollten eigentlich nur Reis kaufen. Jetzt haben wir zwei Packungen Reis aus Italien. Der ist halt auch in Papier verpackt, deswegen ist das eigentlich ganz cool. Vegane Aioli, vegane Mayonnaise, dann noch vegane Leberwurst. Cheddar, quasi Cheddar, halt Käse. Und so Fertigmischungen für Bratlinge. Und Glühwein. Aber auf jeden Fall für 40 Euro ist das alles so, finde ich, übel okay, wenn man denkt, das ist alles vegan, das ist alles nachhaltig, in Glas verpackt. Gut, der Cheddar jetzt nicht. Und alles gute Qualität und Bio. Demnach finde ich das voll okay. Also anstrengend war das jetzt auf jeden Fall nicht. Ich glaube, das war auch erstmal so auf jeden Fall für Anfänger, in diese Posen reinzukommen. Ich hatte keine Ahnung von irgendwas. Ich fühle mich tatsächlich sehr entspannt. Also es geht ja auch sehr viel um Atmung und sowas. Und irgendwie, also ich fand es echt cool. Ich denke mal, morgen werde ich nochmal eine Yoga-Session machen. Cool. Okay, jetzt gehe ich los. Wenn man anfängt, warm zu duschen, ist einem so ein ganz hohes Warm so recht okay, also gut genug. Wenn man dann auf komplett kalt gestellt hat und dann wieder warm geht, dann reicht einem sogar auch ein geringeres Warm, weil man eine total andere Vorstellung von warm hat, nachdem man als kalt geduscht hat. Das ist, finde ich, cool. Ist auch logisch, aber ich finde es trotzdem interessant zu beobachten, wenn man duscht. Fertig! Minuten hat es gedauert. Okay, jetzt so im Nachhinein betrachtet, fällt mir auf, irgendwie hat das schon meine Muskeln beansprucht. Ich spüre irgendwie, dass ich was gemacht habe. Ah ja, und mir ist aufgefallen, dass ich sehr unbeweglich bin. Jetzt mache ich Pizza. Wurde es sogar 7 Uhr schon wieder mit dem Aufstehen. Also ich bin jetzt schon fertig mit Frühstücken und allem, weil Nadi zur Uni musste und dann bin ich halt jetzt mit aufgestanden. Ich war eigentlich richtig verlockt, mich jetzt wieder auf die Couch zu legen und noch bis 9 zu schlafen, weil ich habe immer das Gefühl, ich pack 7 Uhr nicht zum Aufstehen. Aber wenn ich das mache, bin ich immer sauer auf mich, weil ich dann so undiszipliniert bin. Deswegen dachte ich mir, ich mach das jetzt nicht und fange einfach an zu arbeiten. So, wir ignorieren dies jetzt mal. Ich wollte einfach nur sagen, das ist jetzt der letzte Tag von der Challenge. Es lief schlechter, als ich dachte. Ich finde trotzdem, dass es gut lief. Also wir haben uns echt sehr, sehr oft vegan ernährt. Also wir haben halt hier zu Hause immer vegan gekocht. Mein Frühstück bestand jetzt jede Woche aus Aufstrich und Gurke. Ich finde es total cool. Ich könnte mich noch 5 Jahre weiter so ernähren. Und ich mache jetzt auch heute nochmal Yoga, damit ich wenigstens mich 3-mal aktiv betätigt habe. Oh, es ist ein Fortschritt von der vorherigen Annika. Ich habe 1-mal im Jahr Sport gemacht, deswegen 3-mal die Woche ist auch voll okay. Also 3-mal in 2 Wochen ist und auch und wir sind einmal zu Fuß zum Kino gelaufen. Und wir sind auch sehr viel zu Fuß gegangen. Also wir sind fast jeden Abend dann nochmal rausgegangen und haben uns bewegt. Ich fand, es lief gut und ich habe jetzt richtig Bock, mich noch weiterhin vegan zu ernähren zu Hause, weil es ja doch irgendwie dann einfacher ist, als man sich's immer einredet. So, man muss sich halt nur ein bisschen damit beschäftigen. Jetzt frühstücke ich und dann mache ich Yoga und dann räumen wir hier alles auf. Nadi hat jetzt morgen Geburtstag, das heißt, wir machen heute schon so ein Abendessen mit Freunden. Ich mache das Video jetzt noch.
weil ich nicht rumvideoen will, wenn ihre Freunde da sind. Ich erzähle euch, was es jetzt gibt. Es gibt heute nur veganes Zeug. Wir haben ja diese vegane Aioli gekauft. Der Rest ist im Kühlschrank, zeige ich euch gleich. Hier gibt's Baguette, Aioli. Hier brutzeln Kartoffeln. Und hier ist eine kleine Schale voll mit Hummus. Guacamole, hier sind Oliven und veganer Feta, Artischocken, Peperoni und so. Wein gibt's auch, vielleicht ein, zwei Tropfen. Und dann war es auch mit diesem Video, Upsi. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ich hoffe, es war irgendwie ein bisschen interessant. Oder vielleicht auch inspirierend. Ich denke mir immer so, man muss nicht sofort von 0 auf 100 alles richtig machen. Ich bin total zufrieden, wie es bei uns gelaufen ist, also dass wir es hier zu Hause durchgezogen haben. Wenn wir essen waren und es keine so gute Alternative gab, hat man halt mal ein Auge zugedrückt, was ich auch vollkommen okay finde. Ich werde alles so weitermachen, wie ich es jetzt gemacht habe, auch mit dem Yoga, mit dem Wechselkaltduschen. Ich bin auch irgendwie besser drauf mittlerweile und mit dem Aufstehen natürlich. Das Aufstehen versuche ich jetzt auch weiterhin so konsequent durchzuziehen, wie ich es jetzt die Woche gemacht habe. Okay, tschüss! Und Salat gibt's auch!